Das Flatiron Building ist eines der ikonischsten Wahrzeichen von New York. Jetzt wurde das dreieckige Hochhaus erneut versteigert. Der Immobilienentwickler Jeff Garrell, der bereits Teilbesitzer des Hauses ist, setzte sich in einem halbstündigen Wettbieten durch. Stolze 161 Millionen Dollar muss Garrell für das Gebäude im Herzen von Manhattan hinblättern. Ich hatte keine Ahnung, was ich erwarten soll, aber es ist eine große Erleichterung, endlich das ganze Gebäude zu besitzen, sagte Garrell kurz danach. Ende März fand bereits eine Versteigerung des im Jahr 1902 erbauten Hochhauses mit seinen 21 Stockwerken statt. Damals hatte ein Käufer sogar für 190 Millionen Dollar den Zuschlag erhalten. Weil der Mann jedoch die erste Anzahlung von 19 Millionen Dollar nicht fristgerecht erbringen konnte, verfiel sein Kaufrecht und eine neue Auktion wurde angesetzt.